Hi, guten Abend. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Finale Crashkurs Kreidefarbe. Bin ich noch ganz alleine? Oder im falschen Kanal? Ich hoffe nicht. Nee, ich darf gerne. Ich darf gerne. Ja, super. Hallo, guten Abend. Jo, doch. Alles klar. Ja, jetzt geht's los. Wunderbar. An so einem schönen, wunderbaren Sommerabend finde ich es natürlich umso toller, dass ihr tatsächlich dabei seid. Ihr könntet es euch auch hinterher angucken und den Sommertag draußen genießen, den Sommerabend. Ich habe heute tatsächlich einen kleinen Urlaub genommen. Wir haben ein Picknick gemacht mit Hühnerbein und Butterbrot im Garten. Es war ein bisschen wie wegfahren. Gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr habt den Tag auch so schön verbracht und seid jetzt total guter Laune, guter Dinge, guten Mutes. Und bei uns geht es jetzt weiter. Und heute wird unsere Schatztruhe zu einer eben solchen, hoffe ich. Und ja, ich fasse noch mal kurz zusammen, was bis jetzt passiert ist. Dieses war eine kleine Schuhkommode, eine Eichenschuhkommode, die sollte auf den Sperrmüll. Und ein lieber Freund hat sich erbarmt und hat gesagt, ich frage mal Pia, ob sie sie haben will. Und weil ich alles nehme, habe ich sie genommen. Und ja, ich bin nicht ganz begeistert, was mit ihr passiert ist. Am ersten Tag hat sie drei Farben bekommen, nämlich Pearl, ein gelbliches Grün oder ein grünliches Gelb, Provence, ein schönes Türkis und Aubusson, ein dunkles Blaugrün. Mit diesen drei Farbtönen, Kreidefarbe von Annie Sloan, habe ich die ganze Kommode grundiert und habe zum Schluss noch mit einer Schablone ein paar Ornamente aufgebracht und zwar mit Spachtelmasse. Das Ganze habe ich trocknen lassen. Am zweiten Abend habe ich die Farben ein bisschen ineinander geblendet. Blending heißt nichts anderes als Farbübergänge, zarte Farbverläufe. Das seht ihr bestimmt sehr schön hier oben, da sieht man das sehr stark. Hier sieht man das jetzt von der Kamera wahrscheinlich weniger gut, aber ich habe euch ja Detailfotos reingestellt. Das heißt, ihr könntet es gesehen haben, wie das Ganze aussieht. Und heute nun wollen wir das Finish machen. Und zunächst einmal möchte ich mich um diese Ornamente kümmern, die ich hier mit der Schablone aufgetragen habe. Und zwar war das diese Schablone, die sieht nicht mehr so ganz neu aus, macht aber nichts, die geht gut. Das sind einfach Plastikschablonen, die gibt es in dicker und dünner. Je dicker so eine Schablone ist, umso stärker ist natürlich auch der Auftrag, den ihr damit erzielt. Umso schmaler sie ist, umso dünner der Auftrag. Dies hier ist eine ganz normale, wabbelige, dünne Schablone. Und ich werde die jetzt wieder genau dahin legen, wo ich die Erhöhung gemacht habe. Nämlich hier. Hier lag meine Schablone. Und ich lege sie wieder genau so hin, wie sie vorher da lag. Damit sie mir nicht verrutscht, fixiere ich sie. Und zum Fixieren auf Kreidefarbe, die ja, weil sie noch nicht versiegelt ist, noch sehr, sehr empfindlich ist, nehme ich so ein Sensitive Masking Tape. Das kriegt ihr in jedem Baumarkt und, oder in Bastelläden auch. Das ist ein Tape, das nicht so stark klebt und damit ich die Farbe wieder runterhole. Und jetzt soll da nur ein ganz zarter Hauch Farbe drauf. Und dafür zeige ich euch einen ganz coolen Trick. Ich habe so einen kleinen Pappteller hier als Schablone und nehme ein bisschen von meinem gelblichen Grün, von diesem Pearl. Das nehme ich einfach mit dem Spachtel hier raus. So. Und das Erfreuliche an diesen großen Spachteln ist, dass sie zwei Seiten haben. Das heißt, ich nehme damit auch gleich noch ein bisschen Türkis raus und nehme dafür einfach die andere Seite. So. Ich brauche nicht viel.
Kreidefarbe ist ja sowieso sehr sparsam, aber das, was ich hier mache, ist auch noch eine besonders sparsame Geschichte. Ich möchte, dass diese Schablonen jetzt ganz leicht nur schimmern. Und um die zu malen, habe ich eine ganz normale Schaumstoffrolle. Ganz normales Ding. Ist auch nicht mehr besonders neu, die habe ich schon öfter verwendet. Und die sprühe ich jetzt erstmal ein bisschen an, damit sie nicht so viel Farbe saugt. Nur, dass sie ganz leicht angefeuchtet ist. Also nicht nass, nur so gerade eben ein bisschen feucht. Und gehe damit über meine beiden Farben. Nehme die beide gleichzeitig auf diese Rolle. Und ihr seht, es ist nur wenig Farbe. Und ich streiche die hier schon mal so ein bisschen ab. Und jetzt gehe ich damit ganz leicht über meine Schablone. Es soll ja alles ein bisschen vintage aussehen, ein bisschen used look, also als ob es schon mal benutzt wurde. Und das geht auf diese Art und Weise sehr gut. Ihr habt es ja hier gesehen. Es geht mir nicht darum, dass es aussehen soll wie ein neues Möbelstück, sondern es soll aussehen, als ob es schon viel Geschichte zu erzählen hätte. Es soll ja eine Schatztruhe werden, die vielleicht irgendwo auf einer Wanderung durch unwegsames Gelände abhanden gekommen ist oder vom Schiff, als es sank, runtergekommen ist und irgendwo im Urwald gelandet ist durch einen Tsunami oder irgend so ein alberner Kram. Also es soll auf jeden Fall alt aussehen. So. Weil ihr das nicht so richtig gut sehen können werdet, werde ich euch natürlich später Fotos davon machen. Und hier lege ich diese Schablone nochmal auf, mache genau das Gleiche nochmal. Guck wieder, dass ich das treffe, dass ich das so treffe, dass sie wieder da ihre Farbe bekommen, wo sie auch erhaben ist. Warum das passiert, warum ich das so mache, werde ich euch gleich noch erzählen, während ich das mache. Keine neue Farbe drauf, nur so ein bisschen Schimmer. Mehr soll das nicht sein. Aber augenscheinlich hat meine Rolle mehr von diesem gelblichen Furl als von dem netten Türkis bekommen. Darum nehme ich nochmal den Rest des Türkis auf und gehe damit noch ein bisschen rüber. Ihr werdet später sehen, es ist nur ein ganz zarter Hauch. So. Ah, interessant. Ich habe das nicht ganz getroffen. Weil die Schablone andersrum lag. Aber das macht überhaupt nichts. Ich werde euch das später zeigen. Das Schöne ist ja, Kreidefarbe verzeiht eigentlich jeden Fehler. Den einzigen Fehler, den ich kenne, oder der einzige Fehler, den ich kenne, den Kreidefarbe nicht verzeiht, ist, wenn man zu früh aufgibt. So, wenn man sagt, eigentlich gefällt es mir nicht, aber ach, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt lasse ich es. Das ist der einzige Fehler, den du mit Kreidefarbe machen kannst. Wenn du sagst, es gefällt mir nicht, steht es dir frei, einfach weiterzumachen oder nochmal neu anzufangen. Und apropos anfangen, ich komme mal eben während das trocknet zu ein paar Fragen. Ich habe euch ja versprochen, heute ist der große Tag der Fragestunden. Ihr könnt jetzt auch noch Fragen posten. Wenn ich fertig bin, wird Gary gucken, was er davon noch sehen kann und mir die vorlesen. Aber ich habe erstmal schon mal ein paar, die ich mal wieder zwischendurch gerne beantworte. Eine Frage war, wie viel Farbe hast du für diese Kommode gebraucht? Und ich denke, das waren so um die 300 Milliliter, also drei von diesen kleinen Töpfchen. Das heißt, wenn ihr genau dieses Design machen möchtet und habt ein Möbel, das nicht aus rohem Holz ist, also nicht so wahnsinnig viel saugt, kommt ihr mit drei kleinen Töpfen Farbe aus mit 300 Milliliter. Diese Kommode hat übrigens ungefähr 80 cm Breite, ist ungefähr 50 hoch und 40 tief. Nur, dass ihr so einen Anhaltspunkt habt, wie viel Farbe man für was braucht. Wenn ihr ein Möbel habt, das aus rohem Holz ist, wird es sehr viel mehr Farbe brauchen, weil es die Farbe aufsaugt. Was ist mit innen? Meine Lieblingsfrage. Ich male Möbel nicht von innen an. Wenn ich Schränke selber benutze, dann pflege ich die
üblicherweise zuzumachen. Und wenn sie zu sind, sehe ich das Innenleben sowieso nicht. Das heißt, ich weiß keinen Grund, warum ich das von innen anmalen sollte. Und von innen braucht ihr nochmal das Gleiche, wenn nicht sogar mehr Farbe, wie außen. Denn wenn ihr euch überlegt, ihr habt den ganzen Korpus und hier ja noch die einzelnen Vertiefungen für die Schuhe. Ich habe vorhin mal probiert, die aufzumachen. Das war nicht einfach. Ich gucke mal eben, ob ich die jetzt aufkriege. Ich habe ja leider den Knopf abgemacht, weil ich gerade noch dabei bin, das Ganze zu behandeln. Und ohne Knopf geht die nicht gut auf. Ich gucke mal eben. Nee. Machen wir zum Schluss. Während das jetzt trocknet, guck ich nochmal eben eure Fragen an. Welche Farben passen gut zusammen, bin ich immer wieder gefragt worden. Und mal ganz im Ernst, das ist Geschmackssache. Als Leitlinie kann ich euch sagen, ich gucke immer, wenn ich für einen bestimmten Raum etwas male, was für Farben in dem Raum bereits vorhanden sind. Dass ich gucke, wenn zum Beispiel ein Sofa ein hübsches blaues Kissen hat, dass ich dieses Blau wieder in das Möbel reinnehme, das da rein soll. Oder wenn ich Räume habe, die ganz schlicht sind, ganz hell beispielsweise mit so einer Beige-Einrichtung, Holzfußboden und weiße Wände, dann finde ich es gut, ein bisschen Farbe reinzubringen. Und welche Farben zusammenpassen, ist wirklich einzig und allein eurem Geschmack überlassen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, tolle Geschichte, ich habe damit überhaupt keine Erfahrung. Also zum einen könnt ihr natürlich gucken. Tolle Inspiration kriegt ihr immer bei Pinterest. Selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr meinen Instagram-Account als Inspiration benutzt und einfach guckt, was sind da für Farben draus, wie sind die Sachen zusammengesetzt. Und natürlich ist das auch ein wichtiges Thema in meinem Kurs. Und da habe ich auch gleich eine Frage. Ist dein Kurs auch was für Anfänger? Ja, na klar. Eigentlich gibt es ja bei Kreidefarbe keine Anfänger. Es gibt bei Kreidefarbe einfach nur Leute, die mit Kreidefarbe malen. Und wenn du jetzt sagst, eigentlich bin ich nicht kreativ, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn wer einen Tisch decken kann oder ein Bett gut machen kann, dass es ordentlich aussieht, der ist auch in der Lage, mit Kreidefarbe zu arbeiten. Du brauchst dafür keine große kreative Art da, kein großes künstlerisches Gespür. Das ist einfach ein bisschen Handwerk, ein bisschen Inspiration und ganz viel Spaß und Ausprobieren. Und insofern, ja, du kannst auch als Anfänger natürlich in meinen Kurs. Und in meinem Kurs habe ich jetzt Leute, die sind seit 5 Monaten dabei. Und die haben mir gerade geschrieben, ich habe im November noch nicht mal gewusst, dass es bunte Möbel gibt. Und heute habe ich mein erstes Möbel verkauft an eine Freundin, die es unbedingt haben wollte. Also da sind Wahnsinnsentwicklungen, weil natürlich in diesem Kurs geht es nicht darum, nur etwas zu lernen. Es geht auch darum, etwas auszuprobieren, Mut zu haben, etwas zu wagen und neue Gedanken zuzulassen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Also ja, egal ob du Anfänger bist oder Profi, von diesem Kurs profitiert jeder. Und an der Stelle noch kurz dazu, es gibt 2 Besonderheiten. Wie geht der Kurs überhaupt? Ich erzähle euch das mal kurz. Der Kurs findet jeden Donnerstagabend statt um 7 und ist eine Dreiviertelstunde, wie jetzt auch beim Crashkurs. Und ich male mit meinen Teilnehmern jeden Monat ein komplettes Möbel an. Mal ein Stilmöbel, mal ein Ikea-Möbel. Manchmal machen wir auch andere Sachen zwischendurch, ein bisschen TINF, ein bisschen Deko, ein bisschen lustige Sachen. Es gibt immer mal wieder Q&As, also Fragestunden, in denen man alles fragen kann, was man schon immer loswerden wollte. Das finde ich besonders spannend, weil ich dann weiß, was ich euch zeigen kann. Und es gibt am 1. April, also morgen gibt es ein Special, ein Ornamente-Special, in dem ich nochmal ganz genau zeige, wie man mit 4 unterschiedlichen Arten von Formen so tolle Ornamente macht. Und ein Fotospecial in der nächsten Woche am Donnerstag mit einer Profi-Fotografin, die uns ganz genau zeigt, wie man selbst mit einem Handy tolle Fotos macht. So, jetzt wollen wir aber erstmal wieder ein bisschen weitermachen. Meine Farbe ist fast trocken. Wir können erstmal hier weitermachen. Hier habe ich ja die Farben ineinander geblendet und noch ist die Farbe roh und rau. Das kann man richtig hören, die ist
richtig porös aufgetrocknet. Und damit die jetzt eine tolle Oberfläche kriegt, glätte ich die ein bisschen. Bitte verwechsel das nicht mit Schleifen. Ich habe hier, das ist mein Lieblingsinstrument, ein Scheuerschwamm. Den gibt es, ich glaube, bei Rewe oder Edeka. Und der hat eine weiche und eine raue Seite. Und mit dieser rauen Seite müsst ihr extrem aufpassen, wenn die Dinger neu sind. Aber die sind super, wenn die Dinger ein bisschen älter sind. Und mit dieser Seite gehe ich einfach über mein Möbel und glätte damit die Farbe. Und ich prüfe sofort mit der anderen Hand, ob das schon glatt ist. Wenn es glatt ist, höre ich auf. Ihr sollt also bitte nicht und auf keinen Fall die Farbe runterschleifen, sondern sie nur ein bisschen glätten. Und das geht so. Ja, hier ist es schon glatt. So. Mache ich mal den unteren Teil ein bisschen. Muss mal immer ein Kabel mitnehmen. So. Mhm. Gary? Letzte Frage, also ziemlich wichtig. Wie und wo kann ich mich für den Kurs anmelden? Ah ja, schön. Vielen Dank für die Frage. Wie und wo kann ich mich für den Kurs anmelden? Für den Kurs kannst du dich anmelden, einfach auf kreidefarbe.tv. Und ich schicke alle, die sich irgendwie bei mir angemeldet haben, nach dem Video eine E-Mail. Da ist der Anmeldelink drin. Für die, die nicht angemeldet sind und einfach so zufällig da reingeschnallt sind, kreidefarbe.tv. Und kann ich erst in 3 Monate in den Kurs einsteigen? Wie bitte? Kann ich erst in 3 Monate? Ja klar, also der Kurs, den Kurs kann man immer zum Beginn eines Quartals einsteigen, also jetzt zum 1.4. Und der Kurs ist jetzt offen für Anmeldung vom 1. bis zum 4.4. In der Zeit könnt ihr einsteigen. Das ist mir ganz wichtig, dass in diesem Kurs auch eine gewisse Ruhe ist. Und wenn neue Teilnehmer dazukommen, dass die erstmal in die Gruppenregeln eingewiesen werden, sich angucken, wie das Ganze funktioniert. Der Kurs läuft übrigens auf Facebook und auf keiner anderen Plattform. Das ist aus technischen Gründen einfach so praktisch bei Facebook, dass ich keine andere anbiete. Und also ihr könnt euch jetzt anmelden oder wieder zum 1.7. Und ich bin ein großer Feind von Abo-Fallen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin immer tierisch sauer, wenn mich irgendjemand in so ein blödes Abo lockt. Und darum habe ich das so gemacht. Wenn du dich anmeldest, buchst du ein Abonnement. Und es wird monatlich abgebucht. Es kostet übrigens 19,90, also ungefähr so viel wie ein Turnverein, ist aber deutlich gemütlicher. Und du kannst jederzeit kündigen. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder schreibst du mir einfach eine E-Mail und sagst, Pia, ich bin draußen. Ich brauche keine Erklärung, keine Entschuldigung, einfach, ich bin draußen und du bist draußen. Oder noch viel praktischer, das Ganze läuft über PayPal und du kannst einfach auf PayPal gehen und sagen, ich storniere mein Abo und bist draußen. Also du brauchst mir dazu nicht mal Tschüss zu sagen, was ich natürlich schade fände. Ich finde es immer nett, wenn Leute dann noch kurz Bye-Bye sagen. Also so geht das mit dem Kurs. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Ich erzähle nochmal zum Schluss ein bisschen was darüber. Ich muss das jetzt hier mal kurz schleifen oder glätten. Darum wird es ein bisschen laut. Also bin gleich wieder da. Das fühlt sich schon sehr schön an. Also die Farbe soll jetzt nicht runterkommen, sondern nur glatt werden. Jetzt fühlt sich die ganze Oberfläche richtig schön glatt und seidig an. Und so wird die auch nachher
glatt und seidig bleiben, wenn ich sie gewachst habe. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Gary, würdest du mir noch mal eben bitte zwei Pinsel geben, die da hinten liegen? Und dann, ich habe bei einem Farbe hier. Ja, gerne. Über Stühle. Sollten die mit Lack oder Wachs nachbehandeln? Was würdest du mir machen? Ja, jemand fragt, wenn ich einen Stuhl anmale, soll ich den mit Lack oder mit Wachs nachbehandeln? Auf der anderen Seite, bisschen tiefer, links. Da liegen zwei Pinsel nebeneinander, genau. Super, ja, die habe ich vergessen. Dankeschön. Stühle, die Sitzflächen, wenn sie strapaziert werden, wenn ein Kissen drauf liegt und das Kissen einen Reißverschluss hat oder wenn man da direkt drauf sitzt, würde ich wahrscheinlich lackieren. Den Rest würde ich mit Wachs machen. Das Wachs wird sehr, sehr fest, also das ist schon stabil. Man muss es allerdings, wenn es richtig stabil sein soll, 2 Wochen aushärten lassen. Also es ist nach einer Stunde anfasstrocken, aber um es richtig stabil zu kriegen, damit das Wachs richtig fest wird, muss man ihm ein bisschen Zeit geben. Genau, und damit sind wir jetzt auch beim Thema Wachs. Ich werde hier jetzt einmal Wachs auftragen. Und Wachs ist, man kann die Kreidefarbe entweder mit Wachs oder mit Lack versiegeln. Und alles, was nicht unbedingt strapazierfähig sein muss, versiegele ich mit Wachs. Und mit strapazierfähig meine ich zum Beispiel ein Regalbrett, wo man so Bücher hin und her schiebt. Das würde ich lackieren. Aber eine Oberfläche wie diese hier, auf die ich mich vielleicht draufsetze, um meine Schuhe anzuziehen, die werde ich wachsen. Also da reicht Wachs völlig aus. Und dieses Wachs ist eine klasse Geschichte. Und jedes Möbel, das ich wachse, wachse ich zuallererst mit klarem Wachs. Das ist auch von Annie Sloan, von der Herstellerin dieser wunderbaren Kreidefarbe. Und das ist also ein klares Wachs, sieht weiß aus. Dieses Wachs kann man auf 3 Arten auftragen. Entweder mit dem Pinsel, mit dem Tuch oder, wie ich es sehr gerne mache, mit einem Schwämmchen. Es gibt einen tollen Wachspinsel von Annie Sloan, der ist einfach großartig. Aber ich nehme an, dass viele von euch erst anfangen. Und ich finde, am Anfang muss man ein bisschen aufpassen, dass man seine Kosten im Blick behält. Also kann mir ja eigentlich egal sein, aber ich möchte euch ein paar gute Tipps geben. Spart gerne im Moment noch an den Pinseln. Wenn ihr sagt, das ist mein Ding, ich mache das weiter, werdet ihr sowieso irgendwann sagen, ja, jetzt gönne ich mir einen richtig guten Pinsel, vielleicht von Annie Sloan. Aber bis dahin, fangt erstmal mit günstigen Sachen an, wachst einfach mit einem Schwämmchen, das kostet bei Katharina 1,50 oder 1,60. Nehmt einen günstigen Pinsel, entweder von Katharina, ich glaube, die hat auch günstige Sachen, oder nehmt sogar einen Baumarktpinsel. Aber spart nicht an der Farbe und spart nicht am Wachs. Das sind 2 Sachen, bei denen ihr euch ärgern könnt. Denn wenn ihr eine Farbe nehmt aus dem Baumarkt, also ich habe das schon mal gehabt, dass mir eine Farbe einfach wieder richtig, als ich die angesprüht habe, ihr habt das ja gesehen, dass ich das mache, da hat sich die Farbe so zusammengekrubbelt und ich konnte die abziehen. Das ist bei einem kleinen Teil nicht so schlimm, bei einem großen Teil ist es ärgerlich. Und zum Thema Anfangen. Wenn ihr anfangt mit Kreidefarbe, müsst ihr ja nicht sofort mit ganz großen Dingen anfangen. Man kann zum Beispiel aus so einer netten Bodycream-Dose sowas machen. Sowas ist ein tolles Testobjekt. Man kann sehr gut daran lernen, macht schöne Geschenke und lernt erstmal ein bisschen damit umzugehen. Oder auch toll für den Anfang, was bestimmt viele von euch haben, ist dieser ach so bekannte Mülleimer im Gäste-WC. Meiner sieht jetzt so aus. Sekunde, den stelle ich mal eben wieder weg. Kann ich euch diesen mal zeigen. Und ja, ist ein cooles Teil, oder? Und mit solchen Sachen kann man anfangen, ohne großes Risiko einzugehen oder mit einer Kleenex-Box. Die gibt es aus Holz und die kann man dann auch schön anmalen. Also ich bin immer dafür, wenn ihr anfangt, fangt Suche an, überfordert euch nicht. Nehmt gute Farben, nehmt erstmal einen günstigen Pinsel, nehmt zum Wachsen vielleicht erstmal ein Schwämmchen und guckt erstmal, ob ihr daran wirklich Spaß habt, ob das genau euer Ding ist. Die meisten von euch werden der Kreidefarbe verfallen. Ich habe ja viele nette Kommentare bekommen. Und trotzdem würde ich empfehlen, fangt
ruhig an, ganz gechillt, alles wird gut. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man diese wunderbare Farbe wächst. Die fängt nämlich jetzt an zu leuchten. Ist das nicht herrlich? Das ist mein Lieblingsmoment. Dieses Wachs sollte man nicht zu dick und nicht zu dünn auftragen. Und das ist ganz toll, wenn man Beginner ist und hört so nicht zu dick, nicht zu dünn nach Gefühl. Ja, woher soll man das denn am Anfang haben? Denn das Wachs sollte einfach nicht mehr auf der Farbe stehen. Also es soll nur so viel drauf, dass es aufgesogen wird. Und wenn mehr da drauf ist, dann merkst du das schon, dann lässt es sich nämlich noch weiter verteilen. Und solange es sich verteilen lässt, verteile es einfach. Das wirst du dann merken. Kann man auch, wenn man Mitglied ist, die Sendung verpasst, kann man das noch später gucken? Ja, klar. Gary sagte, die Frage ist, wenn man in der Gruppe ist, kann man, wenn man die Sendung verpasst, das später gucken? Ja, natürlich, genau wie hier jetzt, werden die Videos, Live-Videos, werden aufgezeichnet und die werden in den Guides, das ist dieses kleine Ding da unter dem Bild in den Facebook-Gruppen, werden die gespeichert, natürlich auch mit Namen, dass man die gut wiederfindet. Und für neue Mitglieder, besonders nett eigentlich, finde ich, alle Guides der seit letztem Jahr sind aufgezeichnet, also alle Sendungen seit dem letzten Jahr sind aufgezeichnet. Und wer jetzt einsteigt, kann, wenn er möchte, sein Osterwochenende damit verbringen, die Sendung vom letzten Jahr bis heute anzugucken und daraus, wenn er will, zu lernen. Natürlich macht es viel Spaß, wenn man live dabei ist, denn in der Gruppe ist immer viel los. Es gibt viele Kommentare, viele Fragen und Gary ist natürlich immer dabei und leitet Fragen sofort weiter. Nicht sofort. Sofort, wenn er sie sieht. Nein, nicht so voll. Gut. Manchmal die Frage wird halbe Stunde beantwortet. Ja, immer dann, wenn es passt, natürlich. Also, er wird mich nicht immer unterbrechen. Aber, also, wenn ihr nicht dabei seid, kein Problem. Könnt ihr es später, am nächsten Tag, in der nächsten Woche, wann auch immer angucken. Die Sachen bleiben in der Gruppe. Übrigens auch diese Videos aus dem Crashkurs bleiben alle online. Die YouTube-Videos bleiben selbstverständlich auf YouTube online. Und die Facebook-Videos bleiben in dieser Facebook-Gruppe, kostenloser Kreidefarbe Crashkurs März, bleiben die online. Und ich werde diese Gruppe noch bis Ende der Woche betreuen. Das heißt, ihr könnt bis Ende der Woche, auch in dieser Woche, noch Fragen stellen und posten. Und Ende der Woche, also am Sonntag, werde ich die Gruppe dann auf inaktiv stellen. Das heißt, ihr könnt die Videos selbstverständlich weiterhin angucken. Ihr könnt nur nicht mehr posten und ich beantworte auch keine Fragen mehr. Aber ja, alles bleibt online. Und alles bleibt verfügbar. Und wenn du denkst, Mensch, wie war denn das noch? Wie hat sie das eigentlich noch gemacht? Was hat sie da noch gesagt? Kannst du das Video so oft angucken, wie du willst. Bleib bei dem Bach, die Oberfläche matt. Eine gute Frage. Bleibt bei dem Wachs die Oberfläche matt? Ja und nein. Es kommt ein bisschen drauf an. Man kann dieses Wachs, wenn das richtig durchgehärtet ist, ein bisschen polieren und bei manchen Oberflächen fängt es dann tatsächlich an zu glänzen, bei manchen Oberflächen nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, worauf man es aufträgt. Mhm. Also noch eine Frage mit Wax, kommt von YouTube dieses Mal. Ja. Wie heißt das Wachs, beziehungsweise der Hersteller? Das Wachs ist Clear Wax von Annie Sloan. Und wenn du das wissen möchtest, wie das heißt, guck einfach unter das Video. Da gibt es unter dem Video steht irgendwie eine kleine Beschreibung und dann steht da mehr lesen oder ausklappen oder so. Und wenn du das ausklappst, stehen unter dem Video
alle Infos. Das heißt, da steht, wie du dich für meinen Newsletter anmeldest, wenn du ein kostenloses Tutorial haben möchtest. Da steht, wie, wo ich meine Farben kaufe. Und ganz unten steht das komplette Farbrezept mit den Farbnamen, dem Hersteller, mit meinen Bezugsquellen und natürlich auch die Wachse. Alles, was ich verwende, habe ich da schon aufgeschrieben. Und das findest du alles darunter. Die Ornamenten sollen ja noch gestrichen werden. Hat das auf dem Wachs? Ja, zu den Ornamenten kommen wir gleich. Ich würde gern kurz einmal hier oben nochmal wachsen. Also es wird noch einmal kurz raus. Die Farbe wird matt, wenn sie schleckig wird. Fühlt sich wunderbar an. Man kriegt auch ein bisschen von dem Schleifstoff ab. So, und das kriegt jetzt nochmal eben Wachs. Und dann wenden wir uns endlich den Ornamenten zu. Dann einfach eine Probemonat machen. Oder ist ja ein Mindest? Zeitraum. Nein, es gibt keinen Mindestzeitraum. Also einen Probemonat in dem Sinne habe ich nicht. Aber du kannst einsteigen in die Gruppe. Bis 4.4. müsstest du dich dafür entscheiden. Und wenn es dir nicht gefällt, steigst du einfach wieder aus. Mhm. Schickst dir entweder eine E-Mail oder kündigst einfach das Abo bei PayPal. Also beides steht dir offen und es gibt keinerlei Verpflichtung. Ich hasse diese ganzen Abo-Fallen, darum war es mir ganz wichtig. Du kannst jederzeit aussteigen, wenn du sagst, ist nicht mein Ding, dann bist du wirklich sofort draußen. Mhm. Jederzeit bekommst du Prozente. Und dann jemanden sagt, ja, gib Osterhase ein. Stimmt das? Genau. Bei der Schwägerwirtschaft, bei Katharina, meiner Händlerin, über die ich meine Farben beziehe, gibt es eine Osteraktion. Und sie bietet dabei an, dass man 5% Rabatt bekommt, wenn man das Kennwort Osterhase eingibt. Auch das steht für die YouTuber nochmal unter dem Video und für die Facebooker steht es in der ersten Ankündigung. Also du brauchst das nicht aufzuschreiben, guck einfach, ich habe das alles schon aufgeschrieben für dich. Ganz easy. Wenn du dein Möbel wachsen willst und du willst vielleicht noch mit dunklem Wachs wachsen, musst du vorher trotzdem klares Wachs nehmen. Die Kreidefarbe, die saugt wahnsinnig. Siehst du ja hier, die ist jetzt richtig schön satt und fühlt sich auch ganz lecker an. Und jetzt ist sie auch wasserabweisend, jetzt ist sie auch fest. Also jetzt kannst du sie nicht mehr runterwaschen. Und jetzt kommt endlich kommen wir zu den Ornamenten. Und die Ornamente kriegen von mir nochmal etwas Wachs mit dem Pinsel, weil ich gerne möchte, dass das Wachs richtig in alle Vertiefungen der Ornamente geht. Da kommt so ein Schwamm ja nicht so gut hin. Also trage ich nochmal ein bisschen Wachs mit dem Pinsel auf, dass die wirklich gut gewachsen sind. Und warum, das wirst du gleich sehen. Denn ich werde die gleich mit dunklem Wachs behandeln. Und das dunkle Wachs, das würde, wenn man das auf die unbehandelte Kreidefarbe gibt, würde das dunkle Wachs so eingesogen und würde einen großen dunklen Fleck geben. Und den könntest du nicht mehr wirklich verhandeln. Darum ist es schlau, wenn du erstmal klares Wachs darauf machst und darüber dann das dunkle Wachs, dann kannst du das viel besser kontrollieren und kannst es auch kannst damit machen, was du willst. Aber du musst es vorher einmal grundiert haben, quasi mit dem klaren Wachs. So, und jetzt kommt das dunkle Wachs, da gibt es zwei Wachse und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein schwarzes Wachs und ein braunes. Ich zeige euch die mal. Das ist
auch beide von Annie Sloan. Das ist ein Antikwachs hier. Ja, man sieht einfach nur dunkel. Tut mir leid. Und das ist dunkelbraun. Und dann gibt es noch ein schwarzes Wachs. Und eigentlich habe ich an schwarz gedacht, aber ich glaube, ich probiere erst mal aus, wie das mit braun aussieht. Und ich habe hier einfach noch einen Pinsel. Das sind ja reine Borstenpinsel, aber nichts Dolles. Also es ist nicht der großartige Annie Sloan Wachspinsel, sondern es sind so kleinere. Und mit denen gehe ich jetzt richtig fett über mein Ornament. Fett und unordentlich. Dass es richtig schön in die Vertiefung reingeht. Und so einen Fleck wollen wir natürlich nicht haben. Und die Reste nehme ich jetzt ab mit einem sauberen Lappen. Und das lässt sich jetzt, weil dieses wunderbare klare Wachs darunter ist, lassen sich die Überschüsse gut wegnehmen. Bitte lass dich nicht dazu verleiten, das direkt aufzutragen. Dann kannst du die Überschüsse nicht wegnehmen, sondern hast einfach einen großen braunen Fleck. Ich zeig dir das nochmal hier dran, dass ich mir das vielleicht ein bisschen schöner, weil es größer ist. Also ich gehe richtig großzügig über das, was ich hervorheben will, rüber. Dass das Wachs richtig schön in die Vertiefung geht. Und nehme die Überschüsse wieder runter. Wenn es jetzt hier doch ein bisschen zu dunkel ist, wie du hier sehen kannst, da ist so ein brauner Fleck, dann nehme ich einfach ein bisschen klares Wachs nochmal auf mein Tuch, auf eine saubere Stelle natürlich, gehe damit darüber und kann wie ein Radiergummi das dunkle Wachs da wegnehmen. Das heißt, damit kann ich das wunderbar kontrollieren, was ich mache. So, jetzt merkst du wahrscheinlich, so richtig doll kommen die Ornamente damit noch nicht hervor. Das macht gar nichts. Hier ist noch zu wenig Dunkles drauf. Es darf richtig viel drauf sein. Soll richtig in alle Vertiefungen des Ornaments reingehen. Und was hier jetzt wirklich nach Schweinkram aussieht, wird später eine gute Grundlage sein, weil tatsächlich soll mein Ornament natürlich aussehen wie auf einer Schatzkiste. Und klar, Schatzkiste ist Gold. Da geht kein Weg drum rum. Ich vor Gold, wie kann man lackierte Möbel für Gold anlegen Ornament? Die Frage kam auf, wie kann man lackierte Möbel für Gold an die Ornamente. Ah, wie kann man praktisch die Ornamente an lackierten Möbeln vergolden? Ist das die Frage, ja. Gell? Ja, okay. Also wenn man ein Möbel hat, das lackiert ist und das hat auch Ornamente, die auch mit lackiert sind, wie vergoldet man die? Das ist voll easy. Und die Antwort siehst du hier. Das sind zwei sogenannte Gilding Waxes, stehen auch in der Beschreibung auf YouTube. Ich glaube, bei Facebook habe ich sie noch nicht drin stehen, bin ich nicht sicher, schreibe ich sie noch dazu. Das sind Wachse, mit denen kannst du über allem auftragen. Das Einzige, die brauchen eine ganze Weile, bis die fest sind. Also die solltest du auftragen und dann solltest du ihnen ein bisschen Zeit geben. Gerne 2 Wochen, bis es richtig, richtig durchgehärtet ist. Und die trage ich jetzt auch auf. Und zwar kann man die entweder mit dem Pinsel auftragen oder mit dem Finger. Und weil ich gerne möchte, dass hier meine Ornamente ein bisschen schön aussehen, werde ich mal ausnahmsweise nicht den Finger nehmen, sondern den Pinsel. Ich habe dafür ganz billige Push-Pinsel. So, kennt ihr bestimmt, die gibt es in den Baumärkten oder in den Bastelgeschäften. Die gibt es die. Die benutze ich dafür gerne. Und dieses Gold gibt es als Bright Gold, also ein sehr leuchtendes, sehr gelbliches Gold. Ich zeige euch das mal, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich nehme davon einfach ein bisschen auf die Hand. Ich komme gleich nochmal näher an die Kamera. Das andere ist Warm Gold, ein gelblicheres Gold. Ich zeige euch gleich nochmal die Töne. Hier sind die beiden Goldtöne.
Und mit denen werde ich jetzt meine Ornamente hoffentlich richtig wertvoll machen. So. Fangen wir hier an, weil es so schön groß ist. Und weil es diesen schwarzen Hintergrund hat, kriegt das Ganze natürlich gleich eine schöne Tiefe. Das Schwarz wird an den Rändern durchschimmern. Und das Gold macht die Oberflächen und sieht dann aus wie vergoldet, aber so ein bisschen abgeschrabbelt. Und kriegt genau diesen Piraten-Style, den ich haben möchte. Ein ständiges Foto, ne? Ja, selbstverständlich. Ich mache von allen nachher Detailfotos und ich mache auch gerne wieder einen Film. Bei YouTube kann man inzwischen auch Fotos reinstellen, habe ich gesehen. Habe ich auch ein paar Fotos reingestellt. Klar kriegt ihr Fotos und werdet das euch nachher in Ruhe angucken können. So. Und das geht richtig einfach. Und wenn es irgendwo nicht ganz so wird, wie ich das haben will, dann gehe ich da nochmal drüber. Sehr schön kann man an dieser Stelle auch nochmal mit einem zweiten Pinsel in das dunkle Wachs gehen und hier noch ein bisschen das wieder abdunkeln, dass es ein bisschen abgeschrabbelter aussieht. Und das Ganze kriegt sofort diesen Piraten-Touch. Ich habe übrigens gedacht, wir können noch mal gucken, dass wir hier auch ein bisschen dunkel in die Ecken nehmen, dass das Ganze ein bisschen mehr von diesem Nude-Look kriegt. Ich habe das Braun hier noch mal aufgetragen, das braune Wachs. Nur die Reste, die ich auf dem Pinsel habe, gehe sofort mit dem Lappen drüber, dass es nur in den Vertiefungen ist, wo auch tatsächlich Schmutz sich absetzen würde, Staub und Asche. Und wenn ihr jetzt die beiden vergleicht, seht ihr, dass dies hier natürlich echt viel mehr Piratenstyle hat als dieses hier. Man kann das Ganze auch mit dem Finger auftragen. Gary macht mir gerade ein Zeichen. Wir sind schon relativ spät, aber ich habe gedacht, oder euch ja angeboten, wenn ihr möchtet, mache ich auch gerne heute ein bisschen länger, damit wir alle Fragen beantworten können. Also ihr könnt gerne noch eure Fragen stellen. Mit dem Finger seht ihr sofort, hier ist das ein bisschen schlampig geworden, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich nehme hier einfach ein bisschen dunkles Wachs und gehe mit dem dunklen Wachs drüber. Also man darf sich wirklich mit Kreidefarbe und allem, was dazugehört, erlauben, ein bisschen schlampig zu sein, ist überhaupt nicht schlimm. Und es gibt kein verkehrt oder das hat nicht geklappt. Es gibt nur ein zu früh aufgegeben. Und wenn man ein Möbel dreimal macht, macht das überhaupt nichts, wenn es zum Schluss richtig gut wird. So, also ihr habt gesehen, dass es an dieser Stelle wirklich nicht so gut mit dem Finger. Das geht besser und schöner mit dem Pinsel. Und ich werde bei diesem Möbel auch nicht nur die Ornamente ein bisschen mit Gold verzieren, sondern habe mir gedacht, dass es sich ja hier eigentlich auch anbietet, weil es ja ein im Urwald verlorenes Möbel ist, dass meine Ecken noch ein bisschen was von diesem Used Look kriegen. Und alle Vertiefungen hier natürlich wunderbar sich dafür anbieten. Und wenn die ein bisschen davon, ein bisschen von diesem dunklen Wachs bekommen haben und damit die Vertiefungen und die Rillen schöner hervortreten, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wirklich mit dem Gold was mit den Händen zu machen. Was man nämlich jetzt machen kann, ist hier ein bisschen über die Kanten zu gehen und die ganz leicht zum Schimmern zu bringen. Und das mache ich nicht bei allen Kanten, das muss nicht überall sein, das muss auch nicht besonders symmetrisch sein, denn die Natur ist auch selten symmetrisch. Die guckt einfach, wo passt es gerade und da hinterlässt sie Asche, Staub und
wischt das Gold weg, das da vielleicht mal drauf gewesen sein könnte. Ha! Wir können ja noch gar nicht Schluss machen. Wir haben ja noch unser großartiges Gewinnspiel. Sicherlich wartet ihr schon alle gespannt wie die Flitzebogen. Und dazu kommen wir jetzt auch sofort. Denn ich denke, ihr werdet Verständnis haben, dass ich euch jetzt nicht noch eine Dreiviertelstunde damit beglücken möchte, wie ich eine Kassette nach der anderen hier behandle. Aber ich denke, ihr habt gesehen, wie das Ganze geht und wie schön das geht. So. Sobald ich hier in den Raum reinkomme, wo ich kein Gold haben will und ein bisschen Gold dahin bringe, nehme ich ein bisschen Pinsel mit dunklerem Wachs, gehe da kurz rüber und schon ist das erledigt. Also es gibt keine Fehler, es gibt nur Sachen, die man nochmal anfassen muss. Das passiert manchmal. Ich werde euch auch die Kommode in offen zeigen. Im Moment ist es ein bisschen schlecht, die zu öffnen, zumal ich muss da erst wieder den Knopf anbauen. Ich habe hier auch schon eine große Schachtel mit Knöpfen. Toll, ne? Und bin am Überlegen, ob ich etwas farblich Passendes nehmen soll. Oder vielleicht so eine alte Uhr. Oder das hier fand ich auch ganz schön. Das hat so einen holländischen Touch. Und hat für mich sofort sowas von Ostindien Company. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das nur fertig machen. Ich werde es euch reinstellen, ich werde es euch zeigen natürlich. Und jetzt kommen wir zum großen Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle als GewinnerInnen. Ich finde dieses GewinnerInnen eigentlich, ich habe das zuerst abgelehnt. Ich habe gedacht, das ist blöd. Aber Garys kluge Tochter hat mir erklärt, was Sprache mit uns macht und wie wichtig Sprache ist für unser Empfinden. Und ich musste feststellen, die hat eigentlich recht, denn als ich so Berufsanfängerin war, haben Leute mich Fräulein genannt. Und ich habe dafür kämpfen müssen, dass ich auch ohne verheiratet zu sein die Anrede Frau haben durfte. Und insofern, das macht etwas mit uns, wie Dinge. Also die GewinnerInnen kommen jetzt. Der dritte Preis, eine Schablone, geht an Susanne Bader mit Doppel-A. Happy Birthday, nicht? Congratulations. Der zweite Preis, zwei Farben, gehen an Miriam Meyer 79. Ich hoffe, dein Geburtsjahr und noch nicht dein Alter. Dann hast du nämlich noch hoffentlich mehr vor dir. Und der erste Preis, drei Monate Kreidefarbe TV. Kostenlose Mitgliedschaft gehen an das Künstlerhaus 43. Ich gratuliere allen Gewinnern. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen. Die Gewinner bitte ich, mir eine E-Mail zu schreiben an pia@fancypatina.com oder eine E-Mail zu schreiben an Katharina, post@schwägerwirtschaft.com. Und natürlich, ihr habt unsere ganzen E-Mail-Adressen ja unter den Videos. Susanne und Miriam bitte ich, eure Adressen zu schicken, damit Katharina euch ein Überraschungspaket schicken kann. Die Auslosung hat Katharina gefilmt und der Film ist absolut sehenswert und den findet ihr auf Instagram. Sie hat ihn da gepostet mit unseren drei Glücksfeen, die heute die Ziehung gemacht haben, bei denen ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanke. Ich hoffe, ich werde die mal eines Tages treffen. Dann werde ich sie für diese Ziehung nach Strich und Faden verwöhnen mit Schokolade und allem, was mir einfällt. Und ihr müsst dazu auf Instagram gehen und dann einfach Schwägerwirtschaft. Wie Schwager, aber so bayerisch verniedlicht, Schwägerwirtschaft. Ich hoffe, dass ihr das alle richtig verstanden habt. Schwägerwirtschaft. Und ich werde das auch gerne nochmal bei mir weiter posten. Nochmal ganz herzlichen Dank an euch alle fürs Folgen auf Instagram. Ich habe meine 1000 Follower nicht ganz geschafft, aber fast 100 Follower dazu bekommen. Das finde ich mega. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Ich freue mich riesig auf die, die mich weiterhin begleiten im Crash, nicht im Crashkurs, sondern auf kreidefarbe.tv.
Und für die, die sagen, war nett, aber nö, ich bin nicht unbedingt bei Kreidefarbe TV, bleibt ruhig trotzdem dran. Ich habe ja eure Adressen vermutlich, habe euch angeschrieben. Wenn das nicht der Fall war, bucht mal mein Newsletter. Denn im Mai gibt es auf jeden Fall ein Blumenpott-Special oder ein Garten-Special. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle dabei seid. Ja, Fotos poste ich später. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid genauso der Kreidefarbe verfallen wie ich. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Euch ganz, ganz, ganz schöne Ostern. Hoffentlich bleibt uns das schöne Wetter noch ein bisschen erhalten. Und ja, wenn ihr jetzt startet, ob mit mir oder ohne mich, sage ich toi, toi, toi. Viel Spaß, haut rein. Kreidefarbe macht einfach glücklich. Tschüss, bis dann.